Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Parables, der Fluch des Froschkönigs. Ich hab's immer noch oben stehen, Mädels. Ja, guck mal, ich nicht. Aber trotzdem hast du mit dem Fluch des Froschkönigs hast du so ein bisschen Probleme, oder? Der Fluch des Froschkönigs liegt daran, dass ich halt so einen leichten Sprachfehler habe. Mag auch sein, dass ich einfach mein Gebiss nicht richtig festgemacht habe heute. Oh, lass eine Schraube locker, muss wieder anziehen. Ist die Anti-Haftcreme alle, ja? Weißt du Bescheid, so ist das. Ja. Nein, wir haben auf jeden Fall zuletzt ein Königszepter erwimmelt und es gibt, wenn wir zurückgehen, noch das zweite Tor, wo wir durchgehen können. Hä? Richtig. Da mal auf. Hinein in den Garten. Jo. Oh. 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 Da ist schon mal eine Wimmelbild-Szene. Das sehe ich genau. Da ist ein Chamäleon über dem Eingang. Über dem Eingang? Welchen Eingang? Gar nicht wahr, Entschuldigung, da glitzert es nur. Ich habe gemeint, das hätte sich gerade verändert, aber es war nur ein Glitzern. Ah. Entschuldigung. Dies scheint das Gemälde der Schwanenprinzessin zu sein, was auch immer. Weißt du Bescheid? Ja. Chamäleonobjekt. Wo denn? Ach so, da in dem Beet, ja. Die Lampe verwandelt sich in... Links im Beet, oder was? Jo, da, ich sehe es. Hier, wuff, wuff, Chamäleon. Oh mein Gott. Ja, das ist das dritte. Ja. So, und dann haben wir hier Statuenduft. Statuen ohne Ende. Der Durchgang wird durch eine Ritterstatue blockiert. Er hält ein Schild, doch kein Schwert. Ich habe kein Schwert. Das werden wir dann garantiert auch noch finden müssen. Mit Sicherheit. Das haben wir doch schon gefunden. Wir müssen es nur irgendwie aus dem Stein kriegen. Ja. Ah, stimmt. Da ist ein Schwert im Stein, ne? Ja, stimmt. Und hier, der Durchgang wird durch eine Statue mal wieder blockiert, ne? Sie sieht aus, als müsste sie etwas in der Hand halten. Ich drücke jetzt einfach das Zepter in der Hand. Mach ich auch. Habe ich mir auch gerade überlegt. Ja, und da huscht sie zur Seite. Passt alles. Sehr und dann schön. Kann man das Tor, die Tür noch anklicken hier. Oh, da kommst du sogar näher dran. Diese Tür ist verschlossen. Ich sehe Schwanenmotive über ihr. Aber die Schwanenscheibe kann man nirgendwo einsetzen, ne? Ne. Nein. Sollen wir wimmeln? Mhm. Ab geht die Post. Okay. Oh Gott. Ach du Schande, nee. Ey, wie willst du denn grünes Zeugs zwischen grün finden? Oh, ich hab's. Links eins, rechts eins. Okay, ich sag nichts mehr. Boah, hier musst du aber wirklich pixelgenau klicken. Ja. Das ist ja nicht mehr feierlich. Meine Güte. Das ist wirklich ein bisschen vertrackt. Ach, oh Gott. Und eins ist so offensichtlich. Echt? Welches? Diese blaue Schleife auf dem Käfig. Ah, ja, die habe ich oder auch schon. Oder dieses Tuch oder was das war. Ja, ja. Und da drüber ist noch so ein Schleifchen. Ja. Was fehlt mir denn noch? Drei Teile. Oh, eins habe ich. Es fehlen mir noch so, ja, wie so Ohrstecker. Oder drei Perlchen in einem. Ach, und so ein rundes Teil. Das kann sich die ja überall verstecken. Die drei Perlchen sind ganz oben links da im Gebüsch. Ah, okay. Zwischen ja. Und dann fehlt mir jetzt noch so ein elegantes, rundes. Ah, ich hab's, glaube ich. Mir fehlt noch so ein rötliches. Da ist es. Da, ich hab's. Habt ihr auch noch alles? Jo. Jo. Super. Ich warte ab jetzt immer, wenn ich das letzte gefunden habe, dass ihr sagt, wir haben auch alles. Jo. Gucke. Dann kann man noch mal helfen unter Umständen. Ich ja, glaube, genau. Das ist eine gute Idee. Was haben wir denn? Erbstück mit Blatt. Aha. Hm? Ja, okay. Ja, warum nicht? Ja, ist okay. Hm? Ja, sagen, so rechts durch. Ja, geht ja nichts anderes, ne? Ja, oder wieder zurück halt, ne? Oh, Äpfel. Oh, da ist ein Rabe. Oh, der kriegt es auch wieder nur rum. Die roten Äpfel sehen köstlich aus. Doch ich bin im Moment nicht hungrig. Na toll. Jetzt mache ich noch so Schmatzgeräusche und dann ist er nicht hungrig, oder? Sie. Oh. Ach. Da liegt ein zerbrochener Gartenzwerg. Und an dem Baum hängt irgendein Grundriss, soll das sein? Sieht aus wie der Grundriss des Königreichs unter dem Berge.
Er ist mehrere Jahrhunderte alt und dennoch gut erhalten. Ja, von 1580, das ist alt. Tatsache, zerbrochener Gartenzwerg. Da fallen immer Äpfel runter. Ja, guckt mal an der Tür, da stehen zwei Podeste. Ja, links ein Podest. Hier steht ein silbernes Podest. Ich erinnere ja, mich und in der da Höhle. Kommt, da kommt ein silberner Apfel drauf. Logisch, den haben wir ja schon. Zack. Ja. Ach, guck mal, da oben ein wunderschönes Porträt von Schneewittchen. Kunstvoll ins Holz geschnitzt. Ja. Die Tür geht nicht nach. Weißt du Bescheid? Dann ist die Tür wohl nicht der Klügere. Nee. Das sowieso nicht. Wir werden den Schlüssel schon finden. Tür. Aber irgendetwas Wandelndes sieht man hier auch nicht, ne? Nee. Toll, jetzt haben wir hier nur den Apfel hingepackt. Oh, wenn du zurückgehst, kannst du wieder wimmeln. Oh Gott. Ach ja, sehr schön. Na hey. Denn, auf hinein. Geht's, oder? Jo. Kunstvase mit Erdelement. Das ist aber auch nichts, was uns jetzt weiterbringt, ne? Nicht wirklich. Die Kunstvase mit dem Erdelement. An der Statue sind links, rechts sind gleich drei Teile. Das ist ja echt eine wahre Pracht. Eine wahre Pracht, sag ich dir. Jo. Was fehlt mir denn jetzt noch? Dieses hohle irgendetwas? Entschuldigung. Sieht einer eine schwarze Perle bei dem ganzen schwarzen Zeug? Die fehlt mir auch noch. Nee, finde ich nicht. So auf Anhieb jedenfalls. Und doch. So zwei blaue Augen. Doch, da in dem Käfig, in dem rechten Käfig, so ziemlich in der Mitte. In diesem, bei den Rosen. Hä? Seh nicht. Da. Das sind doch sozusagen zwei Käfige. Ja, und der eine liegt so ein bisschen. Da ist die schwarze Perle, stimmt. Genau. Aber mir fehlen jetzt noch so zwei blaue Augen. Ja, mir auch. Über der Statuette rechts, etwas weiter oben da in dem Gebüsch, richtig. Da sind die beiden. Ah, wunderbar. Und mir fehlt jetzt noch so ein Kringel mit so roten... Da, den hab ich. Und etwas, das aussieht wie ein kleines Podest. Kleines Podest. Unten an der Statuette, genau. Der Fuß. Weil an dieser Statue waren gleich drei Teile. Mhm. Wupp, wupp, wupp. Ich habe es. Wunderbar, ich auch. Ich auch. Sehr schön. Dann haben wir schon zwei von fünf Waren. Ja, aber das bringt uns auch nicht in die Hütte rein. Nee, in die Hütte nicht, aber wir haben ja immer noch den Schlüssel von dem anderen Haus. Ja, aber da können wir ja nicht ran. Wir sind ja in die Höhle gefallen. Genau. Wir können höchstens noch mal weiter zurück. Vielleicht ist auch tatsächlich in die Höhle können wir übrigens auch zurück. Und da können wir auch wimmeln. Oh ja, tatsächlich. Oh ja, dann nimmt mal. Nimmt das denn kein Ende? Wimmel, nee, wimmel. Das ist echt supi. Was wimmeln wir denn? Schwanenschlüssel. Ja, guck, das ist etwas, das uns weiterhilft. Boah, das sind aber alles so fizzelkleine Teile. Das gibt's doch nicht. Ja, ist Wahnsinn, ne? Das ist ja ätzend. Oh je. Oh Mann. Oh, ich glaube, ich hänge. Ich suche zwei Schwäne. Ein Schwan ist an der Vase vorne. An welcher? Neben der Suppenschüssel, sag ich mal. Der ist in dem hellen Teil versteckt. Ah, okay, da sehe ich ihn. Den anderen weiß ich jetzt nicht mehr, wo ich den gefunden hatte. Aber mir fehlt noch so eine Art Perlenkette. Boah, mir fehlt noch ganz viel. Oh, die Perlenkette ist links im Bild. Ich sehe hier gar nichts. Der Schwan ist auch ganz links, neben dieser Vase, wo ein bisschen Blattgold oder was dran ist. Jo. Jetzt fehlen mir noch zwei Teile, so ein längliches Holzklötzchen aus dem mittleren und sowas wie ein Ohrring aus dem rechten. Den Ohrring habe ich gefunden. Mhm. Jetzt fehlt mir noch sowas wie ein Holzding. Ich glaube, in der Suppenschüssel, da schwamm noch eins. Das hab ich. Okay. Ah, ich glaube, ich hab's. Und zwar
Links oben zwischen den ganzen Holzlöffeln und so. Aha. Fehlt euch denn noch irgendetwas? Ich habe. Dann nehme ich das. Und es ist korrekt. Ein Schwanenschlüssel. Oh, wie fein. Sollen wir noch weiter nach hinten in die Höhle rein? Gucken, können ob wir machen. Was ist. Also hier sehe ich jetzt nichts. Und da sehe ich auch nichts. Hatten wir hier irgendwas? Da unten liegt ja noch ein zweites Schwert, aber können wir jetzt ohne mitnehmen. Nee. Nicht wirklich. Hier hatten wir aber wandelnde Objekte, ne? In der Höhle soweit. Ja, meine ich schon, ne? Dann würde ich mal sagen, auf rüber zu dem Häusle, ne? Zu dem Schwanenhäuschen. Ah? Zack, Tür auf, rein da. Ach je. Ach je, ein Brautkleid oder was ist das da links? Ein elegantes Ballerinakleid, wie passend für eine Prinzessin. Dies ist ein Gemälde der Schwanenprinzessin. Was denn, was denn, was denn? Chamäleon am Berg. Ja, ja, wuff, wuff, Chamäleon. Wo, wo, da, wo? Bei dem Kleid unten, die Schuhe. Ah, die Schuhe. Nummer 4. Jo. Feine Sache dies. Ich konzentriere mich gerade ein bisschen mehr auf andere Dinge, ne? Guck mal hier. Träumst du von diesem schönen Kleid, Gogo? Um Gott. Gottes Willen, bloß nicht. Komm mir nicht mit Kleidern. Da steht rechts ein Paddel, das kannst du mitnehmen. Tatsache. Tatsache. Warum hat sie den Paddel in ihrer Bude stehen? Da ist kein Paddel, da ist ein Ruder. Na, ist doch das Gleiche. Sollen wir mal dieses leuchtende irgendetwas mal anklickern? Ach so, jo. Ach nein, bitte nicht. Oh, ich hasse solche Spiele. Du musst auf 20 Fische kommen. Oder wie, oder was? Ja. Eieiei. Mädels, da müsst ihr mir helfen. Ich bin ganz schlecht in sowas. Oder ich überspringe das direkt. Ich komme immer nur auf 19. Ja, jetzt habe ich es aus Versehen. Huch. Ja gut, das war ja jetzt, also das ging ja jetzt relativ easy. Ja, findest du? Nee. Das war echt schwer. Ich komme immer nur auf 18. Zählt eigentlich dieser Krebs auch dazu? Ja. Da komme ich hier echt immer nur auf 19. Das ganz, ganz rechte Bild, das kannst du auch nochmal, da kommt dann noch einer mehr. So war es bei mir jedenfalls eben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nee, ich krieg das nicht hin. Will nicht? Nee. Hm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Können wir hier nur 2 hin? Nee. Weißt du was? Ich überspringe das. Okay. Weg. Ich hasse solche Spiele. Was haben wir denn? Mondenjuwel. Das können wir da einsetzen. Doofes Ding. Und ich glaube, in die Tür, da können wir diese Schwanenscheibe reinmachen. Okay, dann machen wir das. Oh, die Tür geht auf. Oh, wie fein. Oh, wie fein. Ein Wimmelbild. Das Mondlicht. Alles klar, hier ziehe ich ein. Echt? Ja, toll, ne? Oh, ich habe ein Chamäleon-Objekt. Wo, wo, wo? Rechts, links, rechts, diese Kerze, die wandelt sich zwischendurch in eine Laterne. Laterne. Was denn? Nicht singen. Oh, da kannst du auch noch irgendwie so ein Ding nehmen. Keine Ahnung, was das ist. So ein Gehstock. Vorschlaghammer. Okay. Fast das gleiche.
Aber jetzt weißt du, wie du das Schwert rauskriegst, hör mal. Was haben wir denn hier alles? Das ist ja Mogeln. Das überall stehen Kerzen. Und das Mondlicht scheint helle. Keine Ahnung. Ja. Sollen wir wimmeln? Jo, wir wimmeln. Auf geht's. Was suchen wir denn? Flaschen? Flasche mit Piratenschiff. Oh, es geht schon los. Das ist zwar nichts, was uns jetzt weiterbringt, aber irgendwann sicherlich. Ach, sicher. Wir müssen nur alles zusammensuchen und dann geht das. Ach, schön. Was fehlt mir denn jetzt noch? Irgendwas Blaues? Wie willst du denn bei dem vielen Blau? Oh, ich hab's. Mecker, Mecker, ach so, da ist es ja. Oh, nein, ich bin aus Versehen fertig geworden, glaube ich. Ja? Aus Versehen? Ja, ehrlich. Ich habe gar nicht darauf geachtet, dass das schon das letzte war. Aber ich warte hier. Vielleicht kann ich euch ja von hier aus helfen. Was sucht ihr? Dann müsste ja auch schon fast die Folge wieder zu Ende sein, ne? Oh. Mir fehlt noch ein blaues Teil. Mhm. Was denn? Das Stück Stoff? Ja. Das ist im Wasser relativ weit rechts. Links. Links, meine ich doch, das andere rechts. Ach, mein Gott, das konnte man nicht sehen. Ja, dann hätte ich alles. Hast du sie alle? Super. Ich habe sie jetzt alle. Du auch? Mhm. Ja. Super, wir haben unser erstes Flaschenschiff. Da ist ja schon mal gut, ne? Ja, würde ich mal sagen, gehen wir erstmal noch ein bisschen weiter, hä? Weiter? Zurück meinst du? Ja, ja, meine ich ja. Zurück. Zurück! Ja, komm, dann mogeln wir jetzt auch noch an den blöden Stein und machen den kaputt. Auf jeden Fall. So ist es. Das funktioniert hier nicht? Doch. Also ich hab mit dem. Du hast wahrscheinlich das Ruder genommen, hä? Nein, ich habe den Vorschlaghammer genommen, aber ich habe daneben geklopft. Zu viel Schwung genommen, ja? Na, aber. Okay, wir haben das Schwert. Ich denke, das gehört dem Ritter, ha? Das geben wir ihm doch mal, oder? Ja, das zeige ich dir. Und bups, geht's da auch auf. Super, dann nix wie hinein. Oh. Ein kleines Video. Auf deiner letzten Mission rettetest du meine geliebte Schwester Dornröschen. Du denn jetzt? Lass mich dir dafür danken. Ich bin Prinzessin Eva, die erste Liebe des Froschkönigs. Nachdem mein Kuss ihn verwandelt hatte, hoffte ich, wir könnten glücklich leben bis an unser Lebensende. Jahre vergingen, schließlich Jahrzehnte. Während mein Haar langsam ergraute, blieb er jung. Ich erinnere mich noch an jenen Tag, als er mich in Händen hielt und ich meinen Atem aushauchte. Und zu diesem Zeitpunkt, in einem Zustand der Trauer und des Leidens, verwandelte er sich zurück in einen Frosch. Er ist verflucht, diesen Zyklus immer und immer wieder zu durchleben. Kuss, Verwandlung, Tod der Geliebten. Ja, das ist scheiße. Ist nicht schön. Kein Wunder, dass der miese Petrich drauf ist. Ich weiß. Ja. Du bist hier, um die Tochter des Kanzlers zu retten. Doch um dies zu tun, musst du zunächst den Fluch des Königs brechen. Nimm diesen Schlüssel zum Gewächshaus. Dort wirst du deinem Ziel ein Stück näher kommen. Viel Glück. Ja, danke. Okay. Warum kicherst du denn so? Hör mal, das war eine sehr ergreifende Szene. Da ja, wird man nicht albern. Ja, aber wie die gequatscht hat. Rettetest, meine Schwester. Ja, okay. Gott, ah, schön. Wir haben ja auf jeden Fall direkt wieder eine Wimmelbild-Szene. Sollen wir mal da rein? Ja, genau. Dann gehen wir doch rein. Ab geht die Post. Ach du Schande, so viel Blut. Schildemblem, das ist das, was da an dieses Ding kommt. No, du weißt schon, das Tor. Aber dann fehlen uns immer noch die Münzen, die silberne und die goldene. Das ist ja wohl mein Fakt. Boah, ich habe immer Angst, dass ich irgendwie einen Hauch daneben klicke. Das passiert mir total oft. Und dann gehe ich drüber weg und dann weiß ich nicht mehr, was ich anklicken wollte. Es ist irgendwie, ist das mies.
Ja, ich brauche so ein viereckiges Teil. Ein viereckiges? Ja, aus dem rechten Bild. Oh, den Kopf habe ich schon mal. Der ist links zwischen den Rosen. Dieses viereckige Teil ist ziemlich in der Mitte. Da ist so eine große Rose und rechts daneben ist das. Steckt so ein bisschen hinter den Blättern. Mir fehlen noch drei Teile. Das sind so alles diese Rahmenteile vom Schild. Das gibt's doch nicht. Eins fehlt mir noch. Einen auch so ein Rahmenteil. Oh, ganz rechts bei der letzten Rose, da liegt eins. Das fehlte mir auch, aber mir fehlt jetzt noch eins. Und sowas, was aussieht wie so eine Feder. Aus dem rechten Bild. Die Feder ist, glaube ich, in der Mitte oben in dem Relief drin. Jo. Und jetzt fehlt mir noch, wie gesagt, so ein Ram-Dingsbums-Teil. Ach du Schande. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Und Brille auf. Oder hast du eine Lupe? Nein. Fernrohr? Nein. Fernglas? Nein. Hilfe! Ich find's nicht. Ich find's nicht. Komm. Wer hätte das denn da auch finden sollen? Ich hab's. Aber ich hab Hilfe genommen. Ich hab mir einen Tipp geben lassen. Na, okay, jetzt können wir uns das alles mal genauer angucken, was hier so ist. Über die Statue der kleinen Meerjungfrau wurde eine Muschel eingraviert. Über der Statue der Schwanenprinzessin wurde ein Schwan eingraviert. Wer hätte das gedacht? Ja. Dies muss Prinzessin Efeus Statue sein, da über ihrem Blatt, über ihr ein Blatt eingraviert wurde. Mal Schneewittchen mit Apfel. Und das ist wer? Aschenputtel mit Schuh. Diese Gebäude. Das waren alles die Geliebten vom Froschkönig? Scheint so, doch. Ja, im Laufe der Jahrhunderte. Ja. Ne? Bewegtes Leben, ne? Und hier links, was ist das? Ein silbernes Schwert steckt in diesem Stein. Was? Hier links, dieses Schwert im Stein. Ja. Ja, so ist das. Da gehören wohl zwei Kelche hin. Also irgendjemand scheint hinterm Baum zu stehen und zu strollern. Ja, irgendwie läuft da ständig Wasser, ne? Ja. Oh, wenn du das Ding in der Mitte anklickst, dann noch mehr Dinger, die wir sammeln müssen. Ja. 5 Tiaras, weißt du Bescheid. Ja, toll. Es nimmt kein Ende. So ist das. 5 Frauen, 5 Tiaras. Aber ich glaube, das machen wir dann in den nächsten Part, ne? Ja, mein Gott, geht das immer schnell rum. Weil hier sind jetzt schon wieder mehr als 20 Minuten rum. Und von daher verabschiede ich mich recht herzlich bei allen Zuschauern, bedanke mich auch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß, wünsche euch einen schönen Tag, bleibt sauber und vor allen Dingen gesund und bis demnächst, wenn ihr denn so wollt. Tschüss! Tschüss!